Hallo Leute, willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Wieder mit dabei, der Dasi. Ja, hallo zusammen. Ja, ich stehe heute in Linz. In Linz beginnt. Und ich habe mir meinen Trailer geholt. Der war aber flach. Hey, das sagt man so. Also. Ich habe mir nämlich meinen Trailer geholt. Jetzt sieht man das mal, das ganze Gespann in voller Pracht. Wie es gehört. Ja. Die Meisterleistung von Trucker Lady. Exakt am Mundo. Ah, ja. Das ist ein bisschen heller, da sieht man es besser von der Seite. Es ist leider dunkel, ich meine, ich habe eh die heller Mod drinnen, aber trotzdem, es ist halt nicht taghell. Dass du immer in einer Parallelwelt leben musst, bei mir ist taghell. Also? Aber gut. Ich bin ja auch nicht in Österreich, ich bin ja oben in Stettin. Naja, dann. Also ich fahr jetzt los. Ja, ich muss mir erstmal einen Trailer besorgen. So, ich glaube, da kann man nicht mehr raus. Das Navi zeigt woanders hin, aber ich weiß ja, dass diese Bude da zwei Ausfahrten hat. Nur das Navi weiß das nicht. Das Navi hat seinen eigenen Willen. Genau. Zeigt irgendwo hin. Ja. Du hast gesagt, du fährst nach Stettin, gell? Nee, ich fahre von Stettin aus nach Nürnberg. Achso, umgekehrt. Na gut. Ja, umgekehrt. Also ich bin zurzeit in Stettin, versuche meinen Trailer jetzt zu finden. Und dann nach Nürnberg zu fahren. Gut, ich stehe wie gesagt in Linz und fahre nach Ligier. Ja. Oder Ligier. Oder Lüttich. Ligier. Lüttich ist glaube ich der deutsche Name, oder? Ich glaube ja. Das müsste Lüttich gewesen sein. Ja. Ja, wir sollten auch den Leuten eben kurz erzählen, dass wir jetzt mit Patch 1.12 fahren. Danke, liebes SCS-Team. Danke, liebes Team. Dass du einfach ja. So updatest, ohne zu fragen. Ja gut, da kann SCS ja nichts für, das ist ja diese neue Steam-Version. Ja, was sich Steam dabei gedacht hat, das verstehe ich ja auch nicht so ganz. Nee, ich auch nicht. Dass die ihre eigene Software gepatcht haben und dass du jetzt manuell nicht mehr abschalten kannst, dass es nicht aktualisiert wird. Mhm. Das ist ein bisschen suboptimal, würde ich einfach mal sagen. Ja, da haben sie den Bock abgeschossen damit, sag ich mal. Ja. Verstehen tue ich es nicht, aber mich hat es ein bisschen gerissen nach dem Update. Ich denke mir, ja, okay, will das Spiel starten, auf einmal zieht er sich das Update. Ich denke mir, hä, ich habe es doch abgeschalten, warum macht er das? Aber ich dachte, na gut, durch das Update hat er sich wieder umgestellt. Gehen die Optionen. Bei Spielstart updaten, immer updaten oder hohe Priorität? Ja. Okay, wo ist die vierte Option? Gar nicht updaten? Ja, ich weiß nicht, warum sie die rausgenommen haben. Welchen Sinn das eigentlich erfüllen soll oder nicht erfüllt, bin ich leider überfragt. Mhm. Das ist ja dasselbe bei Steam, wenn man jetzt nachschaut, welche Prozesse auf dem PC am Laufen sind. Da gibt es jetzt auch so einen komischen Webhelper von Steam und der nicht nur einmal startet, sondern teilweise dreimal und mit der Zeit immer größer wird. Das freut die Leute wie mich, die ein 32-Bit-System haben und jeden Speichervolumen für Spielen brauchen, etc. Oh, ich glaube, ich habe die Kurve suboptimal genommen hier. Hast du wieder wen gerammt, Asi? Nee, ich hoffe nicht, dass das Schaden gegeben hat. Nee, hat keinen Schaden gegeben. Und auch sonst keine Rechnung. Gut, dann ist nichts passiert. Keiner hat's gesehen. Genau. Muss ich rausschneiden, würde jetzt Harald sagen. Der dann jedes Mal drauf vergisst. Ja, stimmt. Eieieiei. Also manchmal glaube ich, die KI fährt mittlerweile so wie die Leute im Multiplayer. Haben beim RockDogs gelernt wahrscheinlich. Oder das, ja. RockDogs fährt gerade den LKW. Ja, das könnte sein, das war ja ein LKW. Ich darf nur 80 fahren, okay. Das war nicht sehr nett jetzt gerade. Klaut er mir einfach den Vorrang. Okay, ist noch die alte Tastenbelegung drinnen. Ich habe sie eigentlich schon umgestellt gehabt mit dem neuen nicht Retarder, sondern mit dem neuen Tempomat. Weil ich finde das doch recht praktisch. Vor allem ist die Wiederaufnahme. Wenn es von der Autobahn auf Abfahrt und oder Auffahrt drauf warst, bei so einem, also nicht Bogen halt. Musst ja abbremsen vorher.
Ja. Weil mit 90 ist es, glaube ich, nicht so gesund. Nein. Und wenn du dann oben bist, drückst du einfach wieder auf Aufnahme und er beschleunigt von alleine auf die vorher eingestellte Geschwindigkeit. Ja. Brauchst Du nichts würdest mehr mir machen. einfach, ja, du würdest mir einfach damit sagen, dass du faul bist und deine Faulheit davon jetzt noch unterstützt wird. Genau, du hast das erfasst. Das war schon klar. Und mit dem Plus-Minus kannst du halt immer um 5 km rauf oder runter stellen. Naja. Ja, ich habe leider keine Tasten mehr frei auf dem G13, wo ich das noch drauflegen könnte. Hast du noch ein zweites Event oder ein drittes? Ja, gut, aber dann jedes Mal zwischen den einzelnen Ebenen hin und her zu schalten. Ist ein bisschen mühsam, verstehe ich. Ja. Ein bisschen sehr mühsam. Ja. So, wie viele Kilometer hier noch? 781, ne, brauchen wir. Oh. Hast du ja doch weit mehr als ich. Du immer mit deinen langen Touren. Tja, was tut man nicht alles, um den Trailer herzuzeigen? Ja, aber ich sag mal so, wirst wahrscheinlich trotzdem vor mir ankommen, weil ich kenne dich ja. Unter 110 fährst du ja sowieso nicht. Sag jetzt nichts dazu. Ich war gerade 92. Oh. Fährst Ja, ja im Alter wird man langsam. langsam ruhiger und fährt Ja, immer so stimmt. schnell. Ich habe schon Angst, wenn ich in 10 Jahren in dein Alter ankomme, dass das mir dann genauso geht. Genau. Ist echt schlimm, ja. Ja, was gibt's denn sonst noch zu sagen, wenn wir schon beim Eurotruck sind? Nicht nur Patch 1.12, sondern auch dieses High Cargo Pack oder wie das heißt. Ja, also so eine Art Schwerlastpack, obwohl man kann eigentlich nicht Schwerlast dazu sagen, weil Schwerlast verstehe ich eigentlich was anderes drunter. Weil der Trailer mit dem Hubschrauber wiegt gerade mal 3 Tonnen. Ja, es ist also weder höher noch breiter noch länger. Ja. Also. Ja, es sind eigentlich fast alle. Ein Ziel, was wirklich interessant ist, ist das mit dem Schiff. Ja, Und und das mit dem Rohr, weil das Rohr halt 24 Tonnen hat, ist aber auch nicht der schwerste Trailer, den SCS im Originalspiel drin hat. Und deshalb verstehe ich das eigentlich nicht, dass sie sich da nicht ein bisschen mehr Mühe beigegeben haben. nee, das verstehe ich auch nicht. Was ist wirklich eine Schwerlast? Das Schiff, das Rohr von mir aus, weil es ein bisschen größer ist, ein bisschen Ja, und unübersichtlicher. schwerer ist und so. Ja, und der Rest ist eigentlich, ja, im Endeffekt normale Last. Ja, bis auf den Traktor da vielleicht noch, der ist ein bisschen breiter als der Ja, LKW. gut, der Traktor oder der Raupenbagger oder was das jetzt genau ist. Ja, gut, der ist halt breiter. Der guckt auf jeder Seite vom Trailer raus. Da hat man ein bisschen, muss man ein bisschen mehr aufpassen. Ja, aber das war's eigentlich. Die Klimaanlagen, das sind ganz normale, da, du hast ja auch keinen Trailer dabei, der jetzt länger wäre oder so. Ja, es sind eigentlich die ganz normalen Standard, jetzt wollte ich Niederflur sagen, die ganzen, wie heißen Ja, die ganzen für Fahrzeuge, die Trailer oder für eben, ich ja, weiß nicht, wie man die jetzt Tieflader. kennt, Tieflader, ja, könnte man dazu sagen. Und ja, da ist jetzt nichts so Besonderes bei. Also SCS hat jetzt nichts Neues in das Spiel jetzt reingebracht, was jetzt weltbewegend wäre. Das stimmt, ja. Und ich muss sagen, wer wirklich nur Singleplay spielt, also im Singleplayer ist und Mods nutzt, der ist mit Cargo Packs wie von Jessicat auf jeden Fall besser bedient. Das stimmt, ja. Nicht nur, dass es kostenlos ist, es sind auch mehr und sie schauen um keinen Deut schlecht aus. Nö. Ich meine. Für mich gibt es eigentlich nur ein Argument, wenn es das mal im Multiplayer gibt, dieses Pack zu kaufen, damit man im Multiplayer ein bisschen mehr Abwechslung hat von den Frachten her. Ja, das wäre das Einzige. Nur ist halt die Frage, ob sie den DLC reinnehmen. Ja, da muss man sowieso noch abwarten, weil bis jetzt haben die vom Multiplayer ja noch niemals an die Patches angepasst, weder an 1.11, den haben sie ja gesagt, den überspringen sie. Ja, und 1.12, ich glaube, die haben zurzeit andere Probleme mit ihrem Server. Der schmiert ja die ganze Woche andauernd längerfristig ab. Gestern war er, glaube ich,
von 11 Uhr bis spät in die Nacht nicht erreichbar. Ich weiß nicht, wann er heute wieder online gegangen ist. Und das ist diese Woche ja nicht das erste Mal, das ist schon das dritte Mal, dass er länger als 12 Stunden offline war. Ja, das ist echt komisch. Ja. Ich bin sowieso gespannt, wie sich das Ganze mit dem Multiplayer entwickeln wird in Zukunft, weil wenn sie so weitermachen, das dauernd eigentlich verschlechtern. Ja. Was machst du jetzt dann neben mir? Willst du jetzt ein Rennen machen oder was? Ich fahr schon, gut, ich fahr 92. Irgendwie beschleunigt er nicht. Ja, aber bei Multiplayer brodelt ja sowieso zurzeit in den Foren, weil die vom Multiplayer angekündigt haben, dass sie jetzt die Begrenzung auf 90 reinnehmen wollen. Ah, jetzt doch? Ja, und jetzt tobt auf einmal der Bär in den Foren. Die Leute, die das befürworten und die, die dagegen sind, hauen sich verbal eine um die Ohren. So wie das im Internet halt üblich ist, sich gegenseitig mit Tiefschlägen anzugreifen. Wie kommt es zu diesem Sinneswandel, dass sie es auf einmal reinnehmen wollen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Warum das jetzt auf einmal Thema bei ihnen ist? Sehr komisch. Echt seltsam, ja. Ja, ja gut, auf der einen Seite haben sie natürlich recht. Viele können einfach mit dem hohen Tempo nicht fahren, weil sie sowieso schon schlecht fahren. Und wenn sie dann mit 120, 130 oder noch schneller über die Autobahnen donnern, über Landstraßen und beherrschen ihr Fahrzeug nicht, dadurch passieren natürlich viele von diesen Unfällen. Stimmt. Also gut, wie ich das letzte Mal gefahren bin, sind uns, weiß nicht wie viele LKWs entgegenkommen, keine Ahnung, es waren mindestens 10. Ja. Teilweise sind schon auf unserer Spur gefahren. Ja. Haben wir auch gedacht, ja, und soll ich jetzt auf Zeiten hupfen oder dass du mit deinem Departnehmer in der vorbeikommst oder was es auch immer war? Ja, ist das Problem, dass alle einfach nicht fahren können. Ja. Und ich weiß nicht, ob diese Begrenzung auf 90 so groß hilft, weil die, die nicht fahren können, können es auch meistens mit 90 nicht. Mhm. Sag mal, was ist da jetzt? Depper der KI. Ja, bei der KI habe ich den Eindruck, mit 1.12 ist die KI nicht schlauer geworden. Nee, absolut nicht. Das hat man ja eben beim Anfang des Videos bei mir gesehen, dass die KI mir einfach die Vorfahrt genommen hat. Schön. Ohne Wenn und Aber. Ja, ich zweimal mich jetzt rechts überholt. Nach einer Autobahnauffahrt wollte ich halt wieder auf die rechte Spur. Ja, nee, du fährst nicht rechts. Ja, ich bin gespannt, was das im Multiplayer machen. Ja. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob wie das, in welche Richtung das weitergeht. Weil, wenn man mal wirklich drauf guckt, die Spielerzahlen auf dem Server sind sehr stark rückläufig. Also an Tagen, wenn er dann mal 15, 1600 Spieler hat, dann hat er auch schon jetzt mittlerweile einen guten Tag erwischt. Letztes Wochenende, wie ich öfter drauf geguckt habe, auf ihrer Internetseite, wie viele Spieler online sind, samstags und sonntags abends 1200 Spieler nur. Das ist nett für. Ja. Also wie ich gestern am Abend geschaut habe, beziehungsweise eigentlich schon in der Nacht, waren es glaube ich 1070 oder irgend sowas. Mhm. Gut, das war aber auch schon gleich um 1 in der Früh, also ja. Dass da nicht mehr so viele online sind, ist klar. Ja, ja, aber obwohl das auch früher mal eine Zeit lang wirklich viele sagen. Ja gut, viele sagen natürlich, viele Spieler können zurzeit den Multiplayer nicht mehr nutzen, weil sie Patch 1.11 oder beziehungsweise jetzt 1.12 drauf haben. Und damit halt nicht mehr Multiplayer spielen können. Kann natürlich sein. Aber wer jetzt wirklich drauf anlegt, Multiplayer spielen zu wollen, ja, der patcht einfach zurück. Ja, je nachdem, was für Leitung man hat, geht es dann entweder schnell oder nicht. Ja gut, aber der Eurotruck, wenn man ihn neu runterlädt oder patcht, sind es ja maximal 1,4 Gigabyte. Auch bei einer schlechten Leitung sollte das jetzt nicht so lange dauern. Ja, stimmt.
ist ja nicht jetzt irgend so ein Mammutspiel, was mal daherkommt mit 20 Gigabyte. Ja, da gibt's auch solche. Ja. Aber nee, Eurotruck hat wirklich nicht so viel. Ja, wir könnten dann mal langsam nach einem Parkplatz ausschalten. Parkplatz ist keiner bei mir in der Nähe. Ja, bei mir auch nicht wirklich. Ich meine, wir haben jetzt genau 15 Minuten, also ein bisschen 15 Minuten 30. Obwohl, da kommt ein Parkplatzschild. Mal gucken, was sagt das denn? 700 Meter hätte ich noch zu bieten. Ja, dann sagen wir, wenn du stehst, dann bleibe ich stehen, weil bei mir kommt nichts. Gut. Dann stelle ich mich an den Seitenstreifen. Wir sind dann nicht im Multiplayer, wo da auch einer reinhört, wenn es am Seitenstreifen steht. Ja, stimmt. Wenn der an dir vorbeifährt und dich dann rammt. Die ganzen Spezialisten. Genau. Ja, ich muss sagen, mich reizt zurzeit der Multiplayer nicht mehr besonders. Nee, mich auch nicht. Ich fahre ihn nur mehr zu besonderen Anlässen. Ja, nicht mit anderen irgendwie zusammenspielen oder aufnehmen, dann gut. Aber ansonsten fahre ich doch lieber weiterhin diesen Singleplay, habe ich mehr von. Mhm. So, ich bin da. So, ich bleib da auch mal stehen. Ja, ich fange schon mal an. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit weiterhin. Vergesst Likes und Dislikes nicht. Bis dahin. Ja Leute, ich sage auch danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.